Dieser verrückte Doktor spreizt gewaltsam den Mund von seinem Patienten. Dann rammte ihm ein 30 Meter langen Schlauch in den Hals. Als er das Ventil aufdreht, strömen unzählige Aale über das Rohr in seinen Magen. Es stellt sich heraus, dass der Doktor das nur gemacht hat, um ein Serum zu extrahieren, das Menschen ewig leben lässt. Dann verkleidet sich der Arzt als Bräutigam, während ein junges Mädchen wie eine Braut gekleidet ist. Er bringt das Mädchen in den Keller und zeigt ihr das Bett. Der Arzt schmeißt das Mädchen aufs Bett und fängt an, ihre Hände und Füße zu fesseln. Der Arzt heißt Mike. Er fasst das Mädchen unsittlich an und wird schon ganz rallig. Das Mädchen versucht sich zu wehren, aber Mike wird dadurch nur noch mehr erregt. Von irgendwoher kommt derselbe Patient in den Keller und sagt zum Arzt, dass er das nicht tun soll, weil das seine eigene Tochter ist. Als das Mädchen das hört, ist sie schockiert. Währenddessen verteilt der Patient Benzin aus einem Benzinkanister. Deshalb kommt der Arzt auf den Patienten zu und fragt ihn, ob er etwas Gruseliges sehen will. Dann zieht der Arzt seine Gesichtsmaske ab und es wird deutlich, dass der Arzt schon seit 200 Jahren lebt. Dann schlägt der Arzt den Patienten windelweich. Aber der Patient setzt den Arzt mit einem Feuerzeug in Brand.